Die Frage ist, wie soll es nun in der Zukunft zugehen zwischen Frankreich und Deutschland mit diesen Ähnlichkeiten und Differenzen? Die Kanzlerin war in Brüssel, hat einen Haushalt gebilligt, der vermindert worden war, zusammen mit Kamerun, Europafeind, wo doch Europa brauchen würde, einen enormen europäischen Fonds, der es möglich machen würde, dass Spanien, Portugal, Griechenland nicht total vom Sparen kaputt gehen und dass man ein bisschen Mitgefühl zeigt und nicht nur Geld gibt. Sonst heißt es, es gibt einen deutschen Willen der Macht und der Arroganz in Europa. Das ist Frankreich nicht der Fall, weil Frankreich in diesem Sinn klein geworden ist, weil wir unsere Probleme noch weniger lösen und weil die deutsch-französische Differenz heute nicht davon kommt, dass man sich nicht mag. Nicht, dass unten die Strukturen nicht dieselben bleiben, sondern dass oben beide nicht ganz ehrlich miteinander verhandeln und den anderen nicht ganz verstehen. Die Kirche in Frankreich hat große Probleme. Ohne Unterstützung durch afrikanische und polnische Geistliche könnte sie nicht mehr auskommen. Mehr als die Hälfte der französischen Pfarrer ist älter als 75. Finanzieren muss sie sich durch freiwillige Spenden. Obwohl sich die religiösen Systeme in beiden Ländern sehr unterschiedlich darstellen und unsere religiösen Geschichten und Überlieferungen sehr verschieden erscheinen, verbindet uns doch heute, meine ich, also als die größte Ähnlichkeit, die uns verbindet, ist die starke Säkularisierung als gemeinsames Schicksal. Seit den 1970er Jahren herrscht links und rechts des Rheins dieselbe Säkularisierung, die Europa während der letzten 30 bis 40 Jahre wie eine Welle erfasst hat. Das seit den 80er Jahren zunehmende Sichtbarwerden des Islam in der französischen Gesellschaft stellt die Laizität vor neue Herausforderungen. 2004 beschloss der Senat ein Gesetz, welches Kopftücher in Schulen untersagt. Seit 2010 sind Burkas in der Öffentlichkeit verboten. Die Laizität sei eine Chance für die Muslime, argumentierten die Regierungsvertreter. Schließlich habe auch die katholische Kirche nach anfänglichen Protesten ihre Rolle gefunden. Allerdings begibt sich der Staat auch der Chance, die Integration zu befördern, etwa durch Regeln für die Ausbildung von Imamen oder den Moscheebau. Also die Frage, gibt es eine Krise der deutsch-französischen Kulturbeziehungen? Es gibt Schwierigkeiten. Es gibt bestimmt einige Rückschläge, aber man kann doch sehen, dass wir enorme Fortschritte eigentlich gemacht haben. Ich glaube, man darf ja nicht ignorieren, dass wir zwischen Frankreich und Deutschland den Vorteil haben, dass es eine ganze Reihe von offiziellen Strukturen gibt, die diese Arbeit unterstützen. Es gibt viele Netze der Zusammenarbeit auf privater oder auf der Ebene der Vereine, Gesellschaften. Und vor allem, es gibt diese vielen engagierten Mittler. Aber ohne diese Menschen wäre das deutsch-französische Verhältnis nicht so lebendig. Ich bin der Meinung, gerade weil jedes Land doch ein sehr großes kulturelles Erbe zu verwalten hat, ich bin der Meinung, dass wir durch diese vielen Institutionen und auch gerade durch die vielen Menschen, die da engagiert sind, dass wir eigentlich im deutsch-französischen Verhältnis privilegierte Menschen sind.